Herzlich willkommen, Freunde, zu einer weiteren Runde in Mario Kart 8. Wir befinden uns diesmal in einem globalen Rennen mit Rosaline, dem Go-Kart und den Retro-Reifen. So, mal gucken, wie wir jetzt in dem... wie wir jetzt hier in dem globalen abschneiden. Ich muss mich mal so kurz wieder an das Kart gewöhnen. Ich habe nämlich vorhin jetzt offline noch eine kleine Runde mit dem Indrift-Bike wieder gefahren. Jetzt muss ich kurz mal wieder reinkommen. Ja. Mal gucken. So. Ja. Wow. Ah. Okay. Okay. Ja. Das ist irgendwie so, ich weiß nicht, das ist ein sehr, sehr anderes Gefühl hier. Jetzt ist Kart zu fahren und, also Kart zu fahren, beziehungsweise, das Indrift-Bike, das ist so richtig ganz, ganz, ganz anderes Gefühl wie bei Mario Kart Wii. Bei Mario Kart Wii konnte ich direkt mit es ist immer beiden im Abwechseln fahren. Hier habe ich irgendwie so Umstellungsprobleme. Ich weiß nicht, ob es nur mir so geht, aber bei Mario Kart hatte ich das, Wii hatte ich das nicht und hier hatte ich es. Ja, ja, ich muss mal gucken, das ist, was die Time-Trial-Fahrer hier mal wieder sagen auf den ganzen Strecken. Weil... es gibt gewisse Stellen, ja, wo man halt Stunts machen sollte, wo man, wo es klug ist. An manchen Stellen, da sollte man keine Stunts machen. Und da muss ich mich mal schlau machen. Das einzige... Autsch! Drecksack! Oh. Der Bombenschlag ging genau da hoch. Oh, das verschafft mir schon mal den Platz 2 mit Tendenz zum Platz 1. Wenn meine Roten durchdürfen. Papa, du bleibst schön mal hier, wo du warst. Dankeschön. So, ich kann mir nämlich gut vorstellen, dass man hier ohne Stunts vielleicht schneller ist, außer vielleicht mit dem letzten Sprung. Muss ich mir echt mal gucken. Wow! Ich guck nicht nochmal hinter mich. Danke für den Windschatten, mit dem ich aber leider nichts anfangen konnte, weil ich selber es ein wenig verkackt habe. Nein! Das Item zu spät losgelassen. Ich wollte es ganz kurz, so ein Item. Gut, der hinter uns hat auch kein Item, also von daher sind wir sicher. Und... ah, 2. Okay, 2. Wunderbar. Ja, es gibt halt manche Stellen, da sollte man keine Stunts machen, weil der Stunt dafür sorgt in den gewissen Momenten, dass man einfach durch diese Animation, die man da hat und die Performance, die dann der Charakter hinlegt, einen längeren Luftaufenthalt hat und der dann Zeit kostet. Mir ist jetzt erst aufgefallen, dass da eine mit TGN als Tag fährt. Ich frage mich, ob das wirklich ein TGN-Mitglied ist aus diesem Netzwerk von YouTube oder ob das einfach nur so ein kleines, super geiler Start, meine Freunde. So, jetzt aber nach dem kleinen DC. So als kleine Information, der Höchste, der hier sich so im Raum befindet, hat 5000 Punkte. Und ich glaube, keiner hatte unter 2000 Punkte, also... schon erstes Mal erfahrene Fahrer auf jeden Fall dabei. Na, gucken wir mal, dass wir hier durchkommen. Wow, beinahe dran. Lieber die Bremse, lieber vom Gas gehen und die Bremse zücken, als dass wir da dann reinkrachen und dann Münzen verlieren. Okay. Yeah! Ich glaube nicht, dass ich da landen kann. Aber trotzdem cool, nochmal ausprobiert zu haben. Ich wollte es jetzt auch nicht unbedingt ausprobieren, weil ich denke, kann mir gut vorstellen, weil wenn man hier schon zu nah an den Planken da fährt, an der Seite, wow, hier fliegen mir Dinge um die Ohren, dann haben wir ja hier schon das Problem, dass wir von Lakito direkt auf die Strecke gesetzt wurden. Musste ich feststellen, ich habe gedacht eigentlich, man kann da so auf der Kante da hier eine Leitplanken einfach mal sich so ein bisschen leicht draufsetzen und fahren, aber leider ist das nicht der Fall. Das leicht draufsetzen. Ich komme auf Ideen. Hat der Lakito sich auch gedacht. Der kommt auf Ideen. Nee, der hört auf. Sag mal, du hast sogar noch Windschatten gezogen? Verpiss dich, du Kart. Du Bike. Sag mal. Ah, nein. Ah. Ich konnte diesen Schwung gerade nicht mehr kontrollieren. Das ist noch ungewohnt für mich ein bisschen. Komm her. Auch wenn die Seite mir nichts nützt. Das weiß jedes Schwein hier. Bams. Oh, what? Was war das für eine unlogische Ramme? Ich war
innerhalb von dem und nicht äußerlich. Irgendwie so. Give me ein paar Münzen, ich sehe nichts. Oh yeah. Das Nichtsehen hat sich gerade bezahlt gemacht. Nicht bewegen. Vielleicht sieht er dich nicht. Oh. Ja. Dankeschön. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen, als geblupert zu werden auf dieser Position. Give me item, please. Ist irgendwas. Super. Irgendwas, wo ich jetzt nicht gegen die Wand semmel. Komm. Ich bin voll verkackt. Ah. Leute, voll verkackt. Okay, weiter geht's im Takt. Ich bin der Einzige aus Deutschland. Sonst USA, Mexiko nochmal einzeln, USA und Mexiko einzeln und Japan einzeln vertreten, sonst wirklich alles nur USA. Ja, wenn man bedenkt, dass es USA, in der USA dieses Spiel in der ersten, in den ersten drei Tagen, 480.000 Mal verkauft wurde. Das sind fast eine halbe Million. Das ist Hammer. Das ist Mario Kart. So ungefähr. Aber dafür wurde das Spiel leider bisher von den Wertungen, die ich gesehen habe, auf zwei Seiten schlechter bewertet als Mario Kart 7 und schlechter bewertet als Mario Kart Wii. Double Dash habe ich leider nicht als Vergleich damals da gehabt, aber halt. Oh, abbremsen lieber. Was? Der wurde nicht getroffen? Ja, zumindest von den drei Spielen, Mario Kart Wii 7 und 8 halt, ist 8 der Teil, der den schlechtesten Schnitt hatte bei den Bewertungsseiten. Boomerang. Voll den Goomba weggenatzt. Zack. Ah, schade, er hat noch den Stern eingesetzt. Och, Mann. Ich bin Platz 9 von 12, ist er 12. Okay, dann streng ich mal an. Ray, mal schön anstrengen. Noch mal gute Items kriegen. Dankeschön für den Boost. Und bitte mal. Schon wieder hier? Wow. Okay, der Rote ging dann nicht mehr auf mich, zum Glück. Na Luigi, kommst du auch mal bei. Ach, ich mag dieses Kart irgendwie. Einfach, weil es ein Kart ist. Nicht, weil es irgendwie toll aussieht, sondern einfach, weil es ein Kart ist. Als Kind wollte ich schon immer ein Kart haben. Ein ganz normales Kart. Ich wollte immer, dass mein Opa mir das Kettcar mit dem Motor verseht. Seitdem ich nämlich das erste Mal Mario Kart gesehen habe. Fand ich irgendwie lustig. Oh yeah. Oh yeah. Oh no! Oh. Ich hätte die Pflanze gekillt. Ich hätte sie gekillt. Ah. Geht doch! Meine Fresse hier! Ich hätte die Pflanze gekillt, hätte sie mich jetzt noch gebissen. Hätte ich jetzt so einen Schelle gegeben, so Batz! Okay. Okay, mir geht's besser. Willkommen am Airport. Gleich startet die Maschine nach Istanbul. Alle Passagiere bitte einsteigen. So ungefähr würde es klingen. Würde es im Pilzkönigreich. Diese nach Istanbul, würde es Istanbul geben, im Pilzkönigreich, so. Okay. Ich will echt mal sehen, dass an einem Flughafen, oder durch den Flughafen eine Rennstrecke geht. Obwohl, wenn man mal überlegt, ich bin ja bisher nur durch den Frankfurter Flughafen, also jetzt von den deutschen Flughäfen, gehe ich jetzt mal nur davon aus, bin ich ja nur bisher von Frankfurter Flughafen aus losgeflogen. Und ich muss sagen, ja, also, fuck, es ist möglich, blöd gesagt, mindestens mal mit Karts, eher in dieser Größe, eine Rennstrecke durchzuziehen. Also, flächenmäßig durch den Flughafen alleine kann man locker eine Kartstrecke durchziehen. Das ist meiner Meinung nach. Sogar mit echten Autos würde man da durchkommen. Zwar nicht rennbahnmäßig, aber mit Karts würde man locker durchkommen. Aber locker flockig. Sag mal, wo ist mein Panzer hin? Mal wieder an irgendjemanden zerschellt. Hoppa, viel Spaß.
Oh, Manu. Ey. Ist gut. Ja. Ihr habt genügend Leute jetzt gemobbt. Ich mobb gleich zurück. Mein Wischmob. Oh ja, so einen Flieger will ich auch haben. Piu, piu. Ja, den einen Panzer lassen wir nochmal für den Nahkampf über. Falls der Affe mir zu nahe kommt. Oder auch nicht. Tschüss, Panzerchen. Viel Spaß. Geht zu den Freunden in den... Oh ja, yeah, ein Pilz. Wir sind Platz 10. Die kriegen vor uns alle drei Pilze und wir kriegen einen Pilz. Das ist so ein Troll-Game. Das ist so unfair. Echt, Leute. Schon wieder Platz 10, ein Pilz. Und ich krieg jetzt die Rote ab von dem. Ironischerweise, oder? Wo bleibt die Rote? Ich warte drauf. Oh, super. Ich fahre den Items vorbei. Aber die Rote hat mich zumindest nicht getroffen. Mindestens etwas. Ob man darauf stolz sein kann jetzt, noch nicht unbedingt. Oh yeah. Hä? Da ist der Affe. Affe? Was kriegst du? Hat einen Pilz, okay. So. Und wir machen noch ein paar Plätze gut. Ha! Platz 5. Wunderbar. Das ist ganz okay. Okay, dann bin ich raus. Bis zum nächsten Mal.